Hey, willkommen zu einem neuen Video. Bist du auch ein Wasserrutschen-Fan und immer auf der Suche nach den höchsten und schnellsten Rutschen? Wasserparks auf der ganzen Welt arbeiten ständig daran, die verrücktesten und unglaublichsten Wasserrutschen zu bauen. Aber seid gewarnt, die Wasserrutschen in diesem Video sind nichts für schwache Nerven. Heute zeigen wir euch die 20 gruseligsten und gefährlichsten Wasserrutschen aller Zeiten. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Der Ko-Okiri Body Plunge ist eine furchteinflößende Wasserrutsche, die sich im Wasserpark Volcano Bay von Universal in Florida befindet. Diese Attraktion soll den Besuchern einen noch nie dagewesenen Adrenalinrausch bescheren und ist definitiv nichts für schwache Nerven. Der Ko-Okiri Body Plunge ist sehr steil und bietet einen freien Fall aus einer Höhe von 38 Metern. Die Besucher werden in eine kleine Kapsel gesetzt und stehen auf einer Treppe am oberen Ende der Rutsche. Dann öffnet sich plötzlich eine Luke und man stürzt mit schwindelerregender Geschwindigkeit in die Tiefe. Die Abfahrt dauert nur ein paar Sekunden, aber es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, wenn man mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h nach unten saust. Was diese Wasserrutsche besonders beängstigend macht, ist die Tatsache, dass du nicht weißt, was auf dich zukommt. Man stürzt aus großer Höhe, ohne genau zu wissen, was passieren wird. Der Mangel an Kontrolle kann ziemlich beängstigend sein, vor allem wenn man Höhenangst hat. Außerdem gibt es keine Möglichkeit anzuhalten oder zu verlangsamen, sodass man dem Abstieg völlig ausgeliefert ist. Trotz dieses unglaublichen Erlebnisses ist der Ko-Okiri Body Plunge nicht ohne Risiken. Der Abstieg ist extrem steil und schnell und kann für Menschen mit Herz- oder Rückenproblemen, hohem Blutdruck oder anderen gesundheitlichen Problemen gefährlich sein. Nummer 19. Die Wasserrutsche Cannonball Falls befindet sich in Silver Dollar City in Missouri und ist nichts für schwache Nerven. Wolltet ihr schon immer einmal das Gefühl haben, wie eine Kanonenkugel durch die Luft zu fliegen? Cannonball Falls macht seinem Namen alle Ehre und gibt euch genau dieses Gefühl. Diese rasante, adrenalingeladene Fahrt beginnt mit einem fast senkrechten Fall, der euer Herz höher schlagen lässt. Ihr werdet wie eine menschliche Kanonenkugel durch die Kurven fliegen, bevor ihr schließlich im Becken landet. Einer der aufregendsten Aspekte von Cannonball Falls ist das Gefühl der Schwerelosigkeit, das sich einstellt, wenn ihr durch die Luft schwebt. Es ist, als würde man fliegen, aber gerade wenn man denkt, die Fahrt sei vorbei, taucht man plötzlich in ein kaltes Wasserbecken ein. Diese Wasserrutsche wird euch dazu bringen, jede Entscheidung, die ihr im Leben getroffen habt, zu hinterfragen. Würdest du dich auf diese Fahrt wagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 18. In der Nähe des White Road Hike auf Hawaii gibt es eine geheime Wasserrutsche, die du unbedingt besuchen musst. Diese Fahrt für Wagemutige nimmt euch mit auf eine wilde Reise über eine natürliche Wasserrutsche, die euch den Atem rauben wird. Der White Road Hike auf der Big Island von Hawaii ist eine beliebte Attraktion für Adrenalin-Junkies, die auf der Suche nach ihrem nächsten Kick sind. Die Fahrt beginnt mit einer Wanderung über einen steilen und felsigen Pfad, der zu einer langen natürlichen Wasserrutsche führt, die langsam beginnt, aber schnell an Geschwindigkeit gewinnt. Während ihr mit hoher Geschwindigkeit hinunterrast, seid ihr von tropischer Vegetation und wunderschönen Ausblicken auf das Waipo Valley umgeben. Die Fahrt ist voller Kurven, Drehungen und Stürze, die euch vor Aufregung oder Angst schreien lassen werden. Und am Ende der Fahrt werdet ihr mit einem erfrischenden Bad in einem natürlichen Pool belohnt. Aber seid gewarnt, diese Fahrt ist nichts für schwache Nerven. Es ist ein anstrengender Fußmarsch, um die Wasserrutsche überhaupt zu erreichen und die Fahrt selbst kann anstrengend sein, aber wenn ihr euch traut, packt eure Badesachen ein, zieht eure Wanderschuhe an und macht euch bereit für die Fahrt eures Lebens. Nummer 17. Die King Cobra Wasserrutsche im Six Flags Hurricane Harbor in Jackson, New Jersey sieht ziemlich furchterregend aus. Wenn du ein Fan von Schlangen bist, dann könnte dies die richtige Wasserrutsche für dich sein. Die King Cobra ist fast 16 Meter hoch und hat eine Länge von mehr als 79 Metern mit einer intensiven Fahrt, die mehrere Drehungen und Steilkurven aufweist. Was die King Cobra Wasserrutsche für manche so furchterregend macht, ist der fast senkrechte Fall bei Geschwindigkeiten von bis zu 51 km/h. Außerdem sieht das Design der Wasserrutsche wie eine echte Königskobra aus, mit offenem Maul und Reißzähnen, was die Attraktion einschüchternd machen kann. Die Wasserrutsche selbst ist jedoch nicht gefährlich, solange man die Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften des Parks beachtet. Nummer 16. Die verrückte Wasserrutsche im Schlitterbahn Waterpark in Kansas City galt aufgrund ihrer extremen Höhe und ihrer Konstruktionsfehler als furchterregend und gefährlich. Diese Wasserrutsche ist so verrückt, dass ihr Name auf Deutsch verrückt bedeutet und sie macht ihrem Namen alle Ehre. Mit einer Höhe von 51 Metern hält die Verrückt-Wasserrutsche den Guinness-Weltrekord als höchste Rutsche der Welt. Diese Wasserrutsche erstreckt sich über unglaubliche 75 Meter mit einem ersten Fall, der unglaublich furchterregend ist. Es fühlt sich an, als würdet ihr ins Nichts fallen.
Dann wird man auf einen zweiten Hügel katapultiert, der fast so hoch ist wie der erste, bevor man in einem letzten Sprung in die Tiefe stürzt. Nach einem tragischen Unfall, bei dem ein 10-jähriger Junge ums Leben kam, wurde Verrückt als die gefährlichste Wasserrutsche der Welt bekannt. Bei der Untersuchung wurden mehrere Konstruktions- und Sicherheitsmängel festgestellt, die übersehen worden waren. Die Wasserrutsche wurde sofort geschlossen und schließlich 2018 auch abgebaut. Nummer 15. Der Cannonball Loop existiert nicht mehr, gilt aber als eine der verrücktesten Wasserrutschen, die je gebaut wurden. Es war eine schlecht entworfene Wasserrutsche, die in den 1980er Jahren vorgeschlagen wurde. Die Cannonball Loop war von 1978 bis 1996 in Betrieb und befand sich im Action Park in New Jersey. Die Geschichte des Parks war sehr düster, da er für mehrere gefährliche und unsichere Attraktionen bekannt war, darunter den Cannonball Loop. Aber es gab auch ein gefährliches Wellenbad und eine gefährliche alpine Rutsche. Der Cannonball Loop war jedoch die gefährlichste Attraktion des Parks und war nur für kurze Zeit geöffnet. Wegen Sicherheitsmängeln wurde er schnell wieder geschlossen. Der Cannonball Loop war so furchteinflößend, dass den Angestellten angeblich $100 geboten wurden, um ihn auszuprobieren. Die Fahrgäste fuhren in einen vertikalen Looping und erlebten bis zu 3 bis 4 G-Kräfte, was zu vielen Verletzungen und Prellungen führte. Nummer 14. Ford Rapids ist ein überdachter Wasserpark in Columbus, Ohio. Der Park wurde mit einer Vielzahl von Wasserattraktionen für Gäste jeden Alters ausgestattet, darunter Wasserrutschen, ein Wellenbad, ein Lazy River und ein interaktiver Wasserspielplatz. Aber eine der Wasserrutschen soll ziemlich gruselig sein. Sobald ihr an der Wasserrutsche ankommt, begebt ihr euch auf ein Abenteuer, das euch den Atem verschlägt. Und wenn du denkst, dass die Fahrt zu Ende ist, tauchst du in ein erfrischendes Becken ein. Das Beste an der Ford Rapids Wasserrutsche ist, dass es nicht nur eine Attraktion gibt. Es gibt mehrere Rutschen zur Auswahl, jede mit ihren eigenen einzigartigen Kurven und Wendungen. Aber diese Wasserrutsche ist nicht das Gruseligste, was man in Ford Rapids finden kann. Dieser Wasserpark hatte angeblich ein Kakerlakenproblem. So sehr, dass die Polizei von Columbus die Schließung des Wasserparks anordnete. Nummer 13. Die L2-Wasserrutsche im Wet n Wild Wasserpark in Gold Coast, Australien ist keine gewöhnliche Wasserrutsche, denn sie hat nicht nur eine, sondern zwei vertikale Schleifen. Selbst die mutigsten Menschen werden schreien, wenn sie diese Wasserrutsche betreten. Und es sind nicht nur die Loopings, die die L2-Wasserrutsche so aufregend machen, es ist auch ihre Länge. Diese Wasserrutsche misst vom Start bis zum Ziel satte 142 Meter und bietet den Fahrern von Anfang bis Ende ein adrenalingeladenes Erlebnis. Dank der Loopings geht es bei hoher Geschwindigkeit zweimal kopfüber. Bei der Abfahrt erlebt ihr eine Kraft von 2,5 G, mehr als ein Formel-1-Rennfahrer in einer scharfen Kurve spürt. Aber wartet, es kommt noch besser oder schlechter, je nach Perspektive. Nach der rasanten Fahrt durch die Loopings geht es in eine steile Abfahrt, bei der ihr mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf ein riesiges Planschbecken zurast. Nummer 12. Im US-Bundesstaat Texas befindet sich der Wasserpark BSR Cable Park, in dem eine spektakuläre Wasserrutsche namens Royal Flush auf euch wartet. Diese Attraktion wurde im April 2015 gebaut und befindet sich in Waco. Für nur $15 könnt ihr diese verrückte Wasserrutsche den ganzen Tag lang genießen, aber das ist keine gewöhnliche Rutsche. Die Royal Flush schleudert dich in die Luft und sorgt für einen gewaltigen Adrenalinstoß. Manchmal werdet ihr bis zu 9 Meter hoch in die Luft geschossen, bevor ihr schließlich im warmen Wasser landet. Der Wasserpark bietet auch verschiedene andere Aktivitäten an. Wenn ihr also Abenteuer liebt und in Texas Urlaub macht, ist dies auf jeden Fall einen Besuch wert. Allerdings muss man älter als 6 Jahre sein und es besteht Schwimmwestenpflicht, bevor man diese Wasserrutschen hinuntergleiten kann. Am 16. Juni 2015 wurde ein YouTube-Video hochgeladen, das zeigt, wie beeindruckend diese Wasserrutsche ist. Es ist nicht verwunderlich, dass das Video bereits über 45 Millionen Mal angesehen wurde. Nummer 11. The Leap of Faith ist eine aufregende Wasserrutsche im Atlantis Paradise Island Resort auf den Bahamas. Der Park verfügt über eine 154 Hektar große Wasserlandschaft mit verschiedenen Unterkünften, die um das Aquaventure herum gebaut wurden. Der Leap of Faith bietet einen fast senkrechten Abstieg von der Spitze des ikonischen Maya-Tempels. Ihr gleitet aus einer Höhe von 18 Metern durch einen Acryltunnel hinunter und passiert ein Becken voller Haie. Einige Haie schwimmen nur wenige Zentimeter von euch entfernt, aber seid versichert, dass ihr in diesem Tunnel, durch den ihr gleitet, sicher seid. Die Designer wollten euch mit dieser Wasserrutsche ein einzigartiges und aufregendes Erlebnis bieten. Da ihr mit einer beträchtlichen Geschwindigkeit hinunterrutscht, nehmt die Haie nicht allzu sehr wahr, aber ja, sie sind da.
Wenn du dir das vielleicht zu unheimlich sein sollte, gibt es noch eine andere Wasserrutsche, auf der du ebenfalls an Haien vorbeirutschen kannst. Bei der Serpent Slide handelt es sich um eine 5 Stockwerke hohe Wasserrutsche, bei der man mit beachtlicher Geschwindigkeit durch einen dunklen Tunnel im Herzen des Maya-Tempels rutscht. Schließlich kommt ihr in einem durchsichtigen Acryltunnel wieder heraus, wo ihr in aller Ruhe die Haie um euch herum beobachten könnt. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar einen Blick auf einen riesigen Mantarochen oder einen leuchtenden Barracuda erhaschen, während ihr mit schwindelerregender Geschwindigkeit vorbeirast. Nummer 10. Die Summit Plummet Wasserrutsche befindet sich im Walt Disney World Resort in Florida und ist eine der furchterregendsten Wasserrutschen der Welt. Diese Attraktion ist bekannt für ihre enorme Höhe und den steilen Abstieg, was sie selbst für die erfahrensten Draufgänger zu einer Herausforderung macht. Der Summit Plummet ist schwindelerregende 36 Meter hoch, was einem 12-stöckigen Gebäude entspricht. Mit einem Gefälle von über 90 Grad und einer Geschwindigkeit von über 100 km/h ist sie die steilste und schnellste Wasserrutsche des Parks. Es fühlt sich an wie ein freier Fall, bei dem einem das Herz in die Kehle rutscht, während man mit unglaublicher Geschwindigkeit nach unten saust. Die Wasserrutsche ist nicht nur steil und schnell, sie hat auch keine Kurven oder Bremsen, was die Abfahrt noch beängstigender macht. Das kann zu einem enormen Adrenalinschub führen, aber auch ziemlich beängstigend sein für Menschen mit Höhenangst oder Klaustrophobie. Trotz des unglaublichen Nervenkitzels ist es wichtig zu wissen, dass die Summit Plummet Wasserrutsche nicht ohne Risiko ist. Sie ist nur für Personen zugänglich, die mindestens 1,22 Meter groß sind, und es gelten strenge Sicherheitsvorschriften, zu denen auch das Tragen eines Helms gehört. Nummer 9. Die Black Hole ist eine Wasserrutsche, die euch mit hoher Geschwindigkeit in endlosen Kurven durch die Luft oder das Wasser schleudert. Das klingt nach einem unglaublichen Erlebnis. Aber bist du bereit, es in stockdunkler Dunkelheit zu tun? Diese Wasserrutsche ist nichts für schwache Nerven, aber wenn ihr ein Draufgänger seid und einen Adrenalinstoß sucht, dann ist das vielleicht etwas für euch. Die Black Hole Wasserrutsche befindet sich im Wet n Wild Orlando, einem erstklassigen Wasserpark in Florida. Die Wasserrutsche selbst ist eine einzigartige und wilde Fahrt im Vergleich zu anderen Wasserrutschen, da sie in einer pechschwarzen Röhre stattfindet. Sie hat mehrere Drehungen und Wendungen, die einem das Gefühl geben, sich in einem Strudel zu befinden. Es ist gut möglich, dass ihr vor Aufregung schreien werdet. Während ihr mit hoher Geschwindigkeit hinunterrutscht, spürt ihr das Rauschen von Wind und Wasser, während ihr dem Licht am Ende des Tunnels entgegenrast. Nummer 8. Aquapark Reda ist ein großer Indoor-Wasserpark in der Stadt Reda, Polen. Der Park öffnete im Juli 2016 seine Pforten und hat im Laufe der Jahre mehrere Wasserrutschen hinzugefügt, die ihr unbedingt ausprobieren solltet. Die berühmteste Wasserrutsche des Parks ist der Aquaspinner, der erste rotierende Wasserrutschenteller in Europa. Im Frühjahr 2018 wurde diese brandneue Wasserrutsche im Shimelong Wasserpark in Guangzhou, China, eröffnet. Aber jetzt müsst ihr nicht mehr so weit reisen, um sie auszuprobieren. Eine Wasserrutsche, die in einem transparenten Tunnel endet, in dem man von echten Schwarzspitzenhaien umgeben ist. Für diejenigen, denen das zu gruselig ist, bietet der Park noch viele andere Wasserattraktionen. Darunter ein Wellenbad, ein Lazy River, der um den gesamten Wasserpark herumführt, und sogar ein 2,2 Meter tiefes Tauchbecken mit einem durchsichtigen Fenster, durch das man beim Schwimmen Haie beobachten kann. Außerdem gibt es im Park mehrere gastronomische Einrichtungen und Geschäfte, sodass ihr problemlos den ganzen Tag dort verbringen könnt. Nummer 7. Auf der malaysischen Insel Penang befindet sich der Escape Theme Park, in dem die längste Wasserrutsche der Welt zu finden ist. Die Rutsche beginnt in einer Höhe von 70 Metern und ist satte 1140 Meter lang. Sie wurde im September 2019 eröffnet und ist offiziell im Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Während der Fahrt könnt ihr den Regenwald um euch herum genießen und die gesamte Fahrt dauert zwischen 3 und 4 Minuten. Laut dem Geschäftsführer des Wasserparks war es nicht die Absicht, den Rekord zu brechen, aber man ist trotzdem sehr zufrieden damit. Die Idee war eigentlich, eine Wasserrutsche zu bauen, die ein paar Minuten dauert, weil die meisten Wasserrutschen so schnell zu Ende sind. Der Bau der Wasserrutsche im Regenwald war eine große Herausforderung, aber die Entwickler wollten die Natur erhalten. Deshalb wurde 8 Monate lang alles von Hand und ohne den Einsatz von großen Maschinen installiert. Der Park wollte sicherstellen, dass sich die Wasserrutsche nahtlos in die Umgebung einfügt und den Regenwald nicht beschädigt. Diese Wasserrutsche bietet ein einzigartiges Erlebnis, das euch nirgendwo sonst auf der Welt erwartet. Sie ist eine Kombination aus Adrenalinkick und wunderschöner natürlicher Umgebung. Es ist klar, dass der Escape Theme Park mit dem Bau dieser Wasserrutsche eine unglaubliche Leistung vollbracht hat und heute eines der beliebtesten Ziele für Wasserspaßfans aus der ganzen Welt ist. Nummer 6. Eine Wasserrutsche, die auf dieser Liste nicht fehlen darf, ist der Aqualoop. Weltweit gibt es etwa 20 Aqualoop-Anlagen, von denen sich einige in Mexiko, Deutschland, Indien und den Vereinigten Staaten befinden. Es handelt sich um eine beeindruckende Wasserrutsche, bei der man in eine Kapsel steigt und nach ein paar Sekunden der Boden unter den Füßen verschwindet und man mit einer unglaublichen Geschwindigkeit fast senkrecht nach unten rutscht.
Das Ziel ist es, die fast senkrechte Schleife zu durchfahren, aber das gelingt nicht immer, sodass man stecken bleibt. Das kann ziemlich beängstigend sein, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Zum Glück gibt es in der Wasserrutsche eine Fluchtluke, durch die man herauskommen kann. Diese Wasserrutsche ist jedoch nicht für Menschen mit Klaustrophobie geeignet. Die gesamte Fahrt dauert in der Regel nur 7 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit, die man erreichen kann, beträgt satte 60 Stundenkilometer. Es ist also eine ziemlich intensive Erfahrung. Würdest du dich trauen, diese Wasserrutsche auszuprobieren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 5. Die Master Blaster Wasserrutsche im Schlitterbahn Waterpark in Kansas City, Missouri ist ein wahr gewordener Traum für Adrenalin-Junkies. Der Master Blaster ist eine einzigartige Wasserrutsche, die euch auf eine aufregende Reise durch eine Reihe von Stürzen und Kurven mitnimmt. Das Besondere an dieser Wasserrutsche ist, dass ihr von kräftigen Wasserdüsen nach oben geschleudert werdet, was ein einzigartiges Erlebnis darstellt. Die Wasserrutsche beginnt mit einem rasanten Aufstieg zur Spitze des Turms. Der erste Drop schickt euch durch mehrere Drehungen und Kurven, bevor ihr die erste Steigung erreicht. Hier kommt die wahre Kraft des Master Blaster zum Tragen. Kraftvolle Wasserstrahlen treiben euch mit bis zu 48 Stundenkilometern nach oben. Nach einer Reihe von Drehungen und Wendungen werdet ihr wieder nach oben geschleudert und erlebt noch mehr Nervenkitzel. Zu den wichtigsten Details der Bahn gehört ihre Länge. Der Master Blaster erstreckt sich über 300 Meter. Nummer 4. Wie der Name schon sagt, ist die nächste Wasserrutsche auf dieser Liste als Insano bekannt. Und das zu Recht, denn sie ist eine der schrecklichsten Wasserrutschen der Welt. Die Wasserrutsche befindet sich im Beach Park, einem brasilianischen Wasserpark und Resort in der Gemeinde Aquiras, südlich von Fortaleza. Insano wurde 1989 gebaut und steht immer noch im Guinness-Buch der Rekorde als die schnellste Wasserrutsche der Welt mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h. Wenn ihr die 41 Meter hohe Wasserrutsche erreicht, habt ihr einen unglaublichen Blick auf den Park und den Atlantischen Ozean. Die Fahrt nach unten dauert nur 4 Sekunden und während der Abfahrt müsst ihr darauf achten, die Hände hinter dem Kopf zu halten und die Beine zu verschränken. So wird sichergestellt, dass ihr an Ort und Stelle bleibt und sicher hinunterfahrt. Insano ist nichts für schwache Nerven, aber wenn ihr auf der Suche nach einem intensiven Erlebnis seid, ist diese Wasserrutsche genau das Richtige für euch. Aber seid gewarnt, diese Attraktion ist nicht für jedermann geeignet. Nur diejenigen, die wirklich bereit sind, an ihre Grenzen zu gehen, werden sich dieser Herausforderung stellen. Der Beachpark ist auch ein großartiger Ort, um andere Wasserattraktionen zu genießen. Nummer 3. In der charmanten deutschen Stadt Erding befindet sich der zweitgrößte Thermalkomplex Europas mit einer der intensivsten Wasserrutschen, der Extreme Phaser. Mit einer Höhe von 19 Metern erreicht diese aufregende Wasserrutsche eine beeindruckende Spitzengeschwindigkeit von 72 km pro Stunde. Die hohe Geschwindigkeit der Wasserrutsche verursachte jedoch Berichten zufolge bei einigen Besuchern Unbehagen in sensiblen Bereichen, sodass 2012 beschlossen wurde, die Rutsche ausschließlich für männliche Besucher zugänglich zu machen. Die erste Hälfte der Fahrt findet in völliger Dunkelheit statt, was den Adrenalinstoß für diejenigen, die mutig genug sind, es zu versuchen, noch größer macht. Aber keine Sorge, wenn der Extreme Phaser zu einschüchternd wirkt, bietet der Komplex eine Reihe anderer Wasserattraktionen, wie beheizte Thermalbecken, Saunen und sogar eine VR-Rutsche, bei der man ein Virtual Reality Headset aufsetzen kann. Nummer 2. Das Shark Tank, wie dieses Becken genannt wird, befindet sich im Golden Nugget Hotel und Casino in Las Vegas und kostete etwa 30 Millionen Dollar. Dieses wunderschöne Aquarium ist mit allen Arten von Meeresbewohnern und Fischen einschließlich Haien gefüllt. Wenn man in die dritte Etage hinaufgeht, kann man über eine Wasserrutsche wieder in das Becken hinuntergleiten. Das wirklich Unheimliche an dieser Attraktion ist, dass die Rutsche direkt durch das Aquarium führt, in dem die Haie um einen herumschwimmen. Der Pool selbst ist von Bars, Restaurants, Whirlpools und Liegestühlen umgeben, in denen man sich entspannen kann. Außerdem gibt es mehrere Wasserfälle, unter denen man stehen kann. Unter der Seite des Beckens stehen mehrere Casinotische für Erwachsene zur Verfügung. Das Shark Tank ist für Gäste des Hotels kostenlos. Wenn ihr jedoch nicht im Hotel wohnt und trotzdem ein Bad im Pool nehmen und die Wasserrutsche ausprobieren möchtet, kostet euch das etwa 25 Dollar. Das Shark Tank ist ein einzigartiges und atemberaubendes Erlebnis für jeden Besucher von Las Vegas. Erlebt den Nervenkitzel, mit Haien zu schwimmen, während ihr von anderen schönen Meeresbewohnern umgeben seid, und genießt den Komfort und Luxus dieses wunderschönen Hotels und Casinos. Nummer 1. Der Kilimanjaro ist nichts für schwache Nerven, denn diese Wasserrutsche ist die höchste der Welt. Der Name dieser Wasserrutsche wurde durch den Berg Kilimanjaro in Tansania inspiriert. Ihr findet die Wasserrutsche im Aldeia das Águas Park Resort, etwa 85 Kilometer nordwestlich von Rio de Janeiro in Brasilien. Der Kilimanjaro wurde 2002 eröffnet und hat seitdem Millionen von Nervenkitzelfans angezogen. Aber seid gewarnt, der Kilimanjaro ist nicht für jeden geeignet. Eins von drei Personen, die es wagen, auf die Spitze der Rutsche zu klettern, kehren zurück, bevor sie sich in die Tiefe stürzen. Die Wasserrutsche hat eine erstaunliche Höhe von 49,9 Metern und die Höchstgeschwindigkeit beträgt unglaubliche 95 Kilometer pro Stunde.
Die Kombination aus Geschwindigkeit und Höhe sorgt für ein kribbelndes Gefühl in der Wirbelsäule. Trotz des Angstfaktors bietet das Aldea das Aguas Park Resort zahlreiche weitere Attraktionen, die die ganze Familie unterhalten. Die Besucher können ein Wellenbad, mehrere Schwimmbecken und andere Wasserrutschen genießen. Der Kilimanjaro bleibt jedoch die Hauptattraktion des Parks und ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Besucher in den Park reisen. Was ist eure Lieblingswasserrutsche? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.